Es geschah am 17. Juli vor 25 Jahren in Lassing im Bezirk Liezen, wo der Schock bis heute noch tief sitzt. 10 Männer starben beim größten Grubenunglück der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Wochenlang schaute die Welt hoffend und bangend auf die obersteirische Gemeinde. Reinhold Gruber war zu diesem Zeitpunkt Leiter des Regionalressorts bei den oberösterreichischen Nachrichten. Er erinnert sich. Dann war so diese Ambivalenz da, so quasi, da gibt's, es ist der Wettlauf um ein Menschenleben. Gleichzeitig aber auch dieses Wissen, da sitzt jetzt einer unten, der nicht weiß, dass 10 Leute beim Versuch, ihn zu retten, ums Leben gekommen sind. Herr Gruber, versetzen wir uns kurz zurück ins Jahr 1998. Sie sind ja Regionalressortleiter bei den oberösterreichischen Nachrichten gewesen. Können Sie uns kurz beschreiben, was sich da an diesem Freitag, dem 17. Juli, abgespielt hat? Ja, es war im Prinzip am Anfang einfach eine Meldung, es gibt eine Art Grubenunglück, wobei wir es damals noch gar nicht so abschätzen können. Es gibt ein Grubenunglück in Lassing, also die Erde gibt nach und Häuser beginnen zu versinken. Das war so die erste Meldung, die da war. Es war uns zu dem Zeitpunkt die ganze Dimension dieses Unglücks natürlich nicht bewusst. Aber wir haben mal gewusst, okay, da müssen wir ein bisschen näher drauf schauen. Und das hat sich dann halt einfach über den Tag ein bisschen entwickelt. Also das heißt, dort ist ein Bergbaugebiet und in diesem Bergbaugebiet gibt der Boden nach. Und man wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht gar, gibt es Menschen, die unten noch sind im Bergwerk drinnen oder nicht. Und das hat sich dann so über den Nachmittag herausgestellt. Offensichtlich gibt es einen Bergmann, der in gefangen ist, irgendwo, in welcher Tiefe auch immer. Und damit war es uns schon klar, dass wir uns im Prinzip ein bisschen näher mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Aber es ist Freitagnachmittag gewesen, Samstag die Hauptausgabe, Druckschluss, damals 20 Uhr. Das heißt, wir haben eigentlich wahrscheinlich eine relativ einfache und noch nicht so in der Dimension dramatische Geschichte für den Samstag machen können. Wir haben nachrecherchiert. Am Tag darauf, am 18. Juli, haben Sie zum ersten Mal über den verschütteten Bergarbeiter berichtet. Bei Redaktionsschluss war die Bergung ja noch im Gange. Was hat man denn zu diesem Zeitpunkt bereits gewusst? Also gewusst hat man einmal wenig, weil man muss sich trotzdem vorstellen, wir hatten damals so gut wie keine, also soziale Medien hat es gar nicht gegeben, Internet war am Beginn, das heißt die Informationslage war noch dürftig und wir hatten noch keinen Reporter vor Ort, das muss man auch dazu sagen. Also es ist erst am Samstag dann ein Kollege von mir, der Wolfgang Eisel, in Absprache mit mir dann direkt nach Lassing gefahren, um mal zu schauen, was dort los ist. Das heißt, wir haben nur die Information gehabt, es gibt einen Bergarbeiter, der offensichtlich verschüttet ist, von dem man annimmt, er hat sich flüchten können in einen Jausenraum, glaube ich, war das damals, also der ein bisschen erhöht war, weil da gab es ja auch Wasser, ist ja Wasser eingedrungen in die Grube. Und man versucht irgendwie Kontakt zu ihm aufzunehmen. Zu dem Zeitpunkt war uns aber noch nicht klar, was in den Nachtstunden dann passieren wird. Also erstens war unsere Geschichte dann ja schon fertig und wir konnten ja das nicht mehr aktualisieren wie heute. Aber dass dann eigentlich bei der Rettungsaktion, also 10 Leute in den Berg noch einmal hinein, gegangen. Es waren auf alle Fälle 9 Bergleute vom Kollegen vom Georg Heinzl, wie der Verschüttete hieß, und ein Geologe. Und die 10 sind praktisch ums Leben gekommen. Das weiß man heute und deren Leichen hat man nie gefunden. Das heißt, die sind eigentlich hingefahren zum Retten und sind genauso verschüttet worden wie der Georg Heinzl, nur, wie gesagt, haben sie nicht überlebt. Die Rettungsaktion war ein Wettlauf mit der Zeit. Warum hat denn das so lange gedauert? Ja, das war im Prinzip spannend zu beobachten. Also mein Kollege Wolfgang Eisel war dann dort. Man muss sich das dann auch vorstellen, das Szenario Samstag, Wochenende. Die ersten Fernsehteams sind gekommen und die Informationslage war auch da noch dürftig. Also wie gesagt, die sind immer nur davon ausgegangen, okay, es gibt ein Grubenunglück, es gibt dann mittlerweile einen Verschütteten, von dem man hofft, dass er noch lebt und von 10 Verschütteten, wo man auch gehofft hat, dass sie noch leben, was sie aber mit jeder Stunde eigentlich damals schon am Wochenende herauskristallisiert hat. Also das Rettungsteam, das dürfte es wahrscheinlich nicht so leicht gehabt haben. Es gab auch so Indizien der Leitung des Bergwerks, die jetzt nicht so unbedingt den Verdacht gehegt haben, die würden jetzt auf Zeit machen. Es gab sofort internationale Firmen, die gesagt haben, okay, wir können euch Bohrgerät zur Verfügung stellen, dass man vielleicht zu diesem Mann vordringen kann, wo auch immer er ist. Also man hat ungefähr gewusst, wo er sein könnte, aber dass man überhaupt einmal schaut, bringt man Kontakt hin und es hat ein bisschen, wie wir gesagt haben, in Oberösterreich angefangen.
dass man das Gefühl gehabt hat, da war nicht richtig viel Druck dahinter. Und eigentlich erst ist es mit der Zeit dann immer wie die Situation immer dramatischer geworden ist, hat man das Gefühl gehabt, dass diese Rettungsmaßnahmen auch mehr und intensiver angenommen werden. Was waren da die Herausforderungen für die Einsatzkräfte? Ja, einerseits war es einmal die Frage, wo ist er eigentlich wirklich genau? Das heißt, wie weit können wir zu ihm hinbohren und praktisch eine Verbindung herstellen? Man muss sich das vorstellen, ich bin jetzt kein Grubenexperte, aber es war da alles unter Wasser. Das heißt, die Gänge, die halt normal da waren, die gab es nicht. Dazu kam später dann, das hat man aber erst viel später erfahren, gab es ja auch die Problematik, dass diese Grube teilweise nicht so, wie soll man sagen, in einem Zustand war, von dem er genau gewusst hat, wie er sein sollte. Also da dürfte ein bisschen was schiefgegangen sein. Dafür ist ja dann der Betriebsleiter, glaube ich, damals ja auch verurteilt worden in einem Prozess. Und auch die Überwachung und die Überprüfung der Bezirkshauptmannschaft dürfte ein bisschen fahrlässig gewesen sein. Das heißt, man hat nicht genau gewusst, so. Man hat ungefähr ahnen können, dort könnte er sein. Aber wie kommen wir dorthin, wie bohren wir da hin und vor allem, wie bohren wir zu ihm vor, ohne ihn möglicherweise zu verletzen oder irgendetwas zu tun, was sein Leben gefährden könnte. Und das hat natürlich eine Zeit gedauert. Und als man dann aber die ersten Klopfzeichen erfahren hat, dann war das also irgendwie spannend, auch in der Berichterstattung sozusagen, okay, da passiert jetzt irgendwas, also der lebt noch. Und dann war so diese Ambivalenz da, so quasi, da gibt's, es ist der Wettlauf um ein Menschenleben. Gleichzeitig aber auch dieses Wissen, da sitzt jetzt einer unten, der nicht weiß, dass 10 Leute beim Versuch, ihn zu retten, ums Leben gekommen sind. Und trotzdem war immer die Hoffnung da, dass man vielleicht wenigstens ihn retten kann. Und dann am Montag, den 27. Juli, also genau 10 Tage später, ist ja dann das passiert, was man jetzt das Wunder von Lassing nennt. Also ich bin am Samstag davor auf Urlaub gefahren, nach Kärnten, bin an Lassing vorbeigefahren. Mache sehr oft oder immer noch Urlaub am Wörthersee und ich habe Lassing eigentlich nie wahrgenommen im Vorbeifahren. Ab dem Zeitpunkt war mir dieser Ort ein Begriff. Und ich bin auch weggefahren, mein Kollege hat dann übernommen mit dem Team Berichterstattung und irgendwie war ich weg und gleichzeitig noch da. Und als ich dann am Montag im Prinzip im Radio gehört habe, er ist gerettet, er kommt heraus, dann war das schon irgendwie unglaublich, weil wir haben da 10 Tage mitgefiebert und man hat sich dann immer versucht, das ist ja beim Journalisten manchmal so, dass man, wenn man sehr lange in einer Geschichte drinnen ist, sie dann immer versucht, in so Menschen hineinzuversetzen und sie denken, wie wird es dem gehen? Ich meine, so zwischen Bangen hoffen, dann konnte man ihn versorgen, also man hat dann Kontakt gehabt zu ihm, man hat ihm Essen und Trinken gegeben, man hat gesagt, er ist eigentlich in ganz guter Verfassung, aber dann gleichzeitig trotzdem die Ungewissheit, schaffen wir es irgendwie, dass wir zu ihm vorbeugen können und er ist halt dann durch so eine Röhre praktisch, durch eine enge Röhre in die Freiheit gekommen, aus, ich weiß nicht, waren es 50, 60 Meter, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wie tief er wirklich unten war. Und dann ist also dieser Mann, das hat man dann in die Fernsehbilder halt gesehen, dieser Mann aus dieser Röhre ausgestiegen und man hat sich gedacht, Wahnsinn, der hat jetzt 10 Tage unter Tag überlebt und hat dieses Grubenunglück als einziger überlebt. Und das war dann schon irgendwie, bei aller Tragik dieser Ereignisse, war es eigentlich letztlich dann ein schöner Moment, wo man sich gedacht hat, das gibt es auch im Journalismus, weil wir berichten leider ja viel öfters, dass Dinge nicht gut ausgehen. Jetzt sind wir an diesem Zeitpunkt angelangt, an dem Georg Heinzel geborgen wurde. Ab wann ist denn festgestanden, dass es sonst keine Überlebenden geben wird? Das war schon relativ vorher klar. Also es gab schon noch ein, zwei Tagen die Befürchtung und dann auch relativ schnell die Bestätigung, dass die 10 praktisch zu seiner Rettung in die Grube geschickten Männer dieses Unglück nicht überlebt haben können, weil man ja nicht einmal eine annähernde Ahnung gehabt hat, wie im Unterschied beim Georg Heinzel, wo man ja wusste, der ist in einem Trakt, wo er sich wohin flüchten hat können. Und da war man relativ klar, dass die 10 anderen nicht überlebt haben werden. Umso größer war ja auf der einen Seite dann die Freude, dass es er geschafft hat und gleichzeitig war es also die Ironie des Schicksals, dass er als einziger ein Grubenunglück überlebt und die Kritik gab es ja auch später, warum hat man die 10 Leute noch eingeschickt. Also er hat das überlebt und dann sagt man mir, er war vielleicht so rausgekommen, ich würde es mal heute sagen, hätte er nicht überlebt und man hätte niemanden hineingeschickt, hätte es dieselbe Diskussion gegeben, nur auf einer anderen Ebene, warum hat man niemanden hinuntergeschickt. Wie man sieht, auch 25 Jahre später noch ein sehr hochemotionales Thema. Herr Gruber, danke, dass Sie uns im Studio besucht haben. Gerne.